Herzlich willkommen zurück hier auf diesem Kanal. Heute mit dem Unboxing des Luredrop 06 2023 und damit starten wir jetzt auch gleich. So, wie immer finden wir oben liegend den Flyer. Im Prinzip eine Übersicht mit allen enthaltenen Ködern. Und auf der Rückseite finden wir im Prinzip das Gewinnspiel mit dem aktuellen Preis. Hier unten in dem Feld seht ihr eure Gewinnnummer. Viel Glück dabei und wir fangen mal an. Den Anfang macht von der Firma Westin der Megabyte DR in 6 cm mit 19 Gramm Eigengewicht. Ja, ist ein extrem tieflaufender Crankbait, den packen wir direkt mal aus. Wie wir anhand der Tauschschaufel schon sehen können, die ist halt sehr lang und recht breit. Handelt es sich um ein sehr tieflaufendes Modell. Die Lauftiefe ist auch hier auf der Tauchschaufel angegeben mit 3 bis 4 Metern. Wie man sehen kann, ist der Körper sehr bullig und komprimiert gehalten. Wir haben Rasseln verbaut und ja, wie gesagt, durch diese Tauchschaufelform erstmal geht er schnell auf Tiefe und zweitens erzeugt er sehr, sehr viel Druck. Ja, diese Tauchschaufel dient auch dem Zweck, dass man unbedingt auch damit den Grund abklopfen sollte, gerade auf Muschelbänken oder sowas. Ist das ein zusätzlicher Reiz, der kaum Räuber ja, kalt lässt und dementsprechend sollte das so eingesetzt werden. Die Drillinge sind hier auch so angebracht, wie man sieht, dass wenn die Tauschschaufel auf den Grund trifft, die Drillinge weg vom Boden stehen und damit eigentlich nicht hängen bleiben können und auch wenig Kraut oder Muscheln einsammeln. Wir haben jetzt hier das Dekor 3D Headlight, so eine ganz klassische bewährte Farbe von Westin. Ja, der Rückenbereich ist so grünlich gehalten, die Seiten sind silberglitzernd und auf den Kiemendeckeln haben wir ein goldenes Dekor. Dazu ist der Köder leicht transparent und ja, Zielfische bei dem Köder sind absolut neben Barschen auch Hechte und Zander, wie man auch bei uns in den YPC-Formaten sehen kann. Ja, schöner Köder, unbedingt mal probieren. Wir machen direkt weiter und zwar mit einem Gummifisch in einer Sonderfarbe. Wie in jedem Luredrop haben wir natürlich auch hier wieder Sonderfarben eingebaut. Hier in dem Fall handelt es sich von der Firma Headbanger um den Banger Rip in 8,6 cm in unserer sehr bewährten Farbe Galaxy. Auch den Köder packen wir direkt mal aus und gucken uns die Details an. Im Prinzip handelt es sich bei dem Köder um eine Mischung aus einem Shad und einem klassischen Twister, der zusätzlich nochmal so eine, sagen, nennen wir es mal, ja, so einen Schaufelschwanz hinten am Twisterende hat. Er ist sehr stark gerippt, hat im Prinzip sehr ja, starke Aussparung, was ihn extrem flexibel macht und was auch dazu dient, dass im Prinzip das Hook-Setting, dass der Haken, auch wenn er beispielsweise Offset gerickt ist, ganz, ganz einfach austreten kann und eben die Fische zuverlässig hakt. Aber neben der Offset-Anköderung kann man den natürlich auch klassisch am Jigkopf anködern und eignet sich hervorragend als Trailer an Chatterbaits oder Spinnerbaits, wo wir auch gleich zu kommen. Da haben wir nämlich ein passendes Modell mit in der Box. Wie schon erwähnt, hat der Köder eine Gesamtlänge von 8,6 cm, allerdings quasi in dem Zustand, wenn der Schwanz noch eingerollt ist. Wenn man den jetzt streckt, landet man bei etwas um die 10 bis 11 cm, was eigentlich optimal immer ins Beuteschema jetzt im Sommer, im Frühsommer passt. Ein weiterer Effekt dieser kleinen Rippen hier vorne ist der, dass man wunderbar auch zusätzlich noch Lockstoffe mit in den Köder einbringen kann, die dann natürlich viel Fläche haben, lange am Köder halten und dementsprechend nochmal einen Zusatzreiz bieten. Und dementsprechend kann man sich diesen neutralen Gummifisch dann in seiner Lieblingsgeschmacksrichtung ja, vorbereiten und damit dann ans Wasser gehen. Wie man beispielsweise auch letztes Jahr im YPC gesehen hat, hat Frédéric Jolion mit diesem Köder nicht nur Barsche gefangen, sondern auch sehr gut Hechte und Zander. Trotz seiner geringen Größe, wie gesagt, matcht dieser Köder gerade jetzt im Frühsommer optimal die Köderfische und dementsprechend sollte man damit schnell zum Erfolg kommen. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. 5 Stück sind in der Packung. Ich hoffe, die reichen eine Weile. Kommen wir zum nächsten Köder. So, jetzt hatten wir relativ kleine Köder, was natürlich auch optimal passt jetzt zu der Jahreszeit, aber ein Hecht sagt auch nie Nein zu einer größeren Beute. Dementsprechend haben wir auch hier wieder einen expliziten Hechtköder eingebaut und zwar von der Firma Salmo, den Salmo Perch in 12 cm. Hier in der Farbe Hot Perch, was ein sehr auffälliges, UV-aktives Dekor ist. Auch den packen wir schnell aus. Wie üblich oder wie bei den
allermeisten Säumeködern üblich handelt es sich hierbei um ein Silent-Modell. Das heißt, keinerlei Eigengeräusche gehen vom Köder aus. Das macht den Köder gerade in viel beangelten Gewässern sehr interessant, weil die Raubfische eben teilweise schon abgeschreckt werden. Dieser Köder ist, wie der Name verrät, 12 cm lang. Er wiegt 35 Gramm, was ihn dadurch natürlich zu einer absoluten Weitwurfmaschine macht. Und wir haben hier eine Lauftiefe angegeben beim normalen Einkurbeln von 2 Meter und geschleppt hinterm Boot, das ist immer die zweite Angabe bei Seimo, geht dieser Köder bis zu 4 Meter tief. Ausgestattet ist dieser Köder mit 2 Drillingen der Firma VMC aus Frankreich. Diese werden auch tatsächlich in Frankreich produziert und sind seit Jahrzehnten weltweit bewährt. Sehr scharf, damit sollten die Fische auch hängen bleiben. Er ist wirklich dazu geeignet, den komplett stumpf einzukurbeln. Natürlich kann man mal die Geschwindigkeit ändern oder ihn ganz kurz stehen lassen, dann treibt er auf. Aber er ist wirklich dafür gemacht, Strecke zu machen und ja, nicht wie ein Jerk langsam von rechts und links auf der Stelle zu stehen, sondern Strecke machen, Strecke machen, Strecke machen und eben aktive Fische finden. So, dann legen wir den Köder erstmal beiseite und machen direkt weiter und zwar mit einer absoluten Weltneuheit. Also zum Zeitpunkt, wo wir das hier drehen, findet man dazu rein gar nichts im Internet und dementsprechend sind wir sehr froh, euch diesen Köder als erstes vorstellen zu dürfen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Köder der Firma Duo aus Japan, den Reales Versa Shad in 3 Inch. Hier haben wir eine exklusive Mixpackung aus 4 Farben, damit für jeden ein passendes Dekor dabei ist. So beispielsweise für sehr klares Wasser würde ich dieses Dekor vorschlagen. Die Dekornamen, die kann ich tatsächlich gar nicht benennen, weil wir dazu noch keine Informationen haben. Auf jeden Fall handelt es sich um einen klassischen Japan-Gummi mit einer extrem robusten Gummimischung. Also den kriegt man tatsächlich nicht zerrissen. Neben einem sehr ausgeprägten Schrimparoma bietet dieser Köder auch eingegossene Salzpartikel, was dazu führt, dass er eben ja, schnell sinkend ist, auch wenn er unbebleit gefischt wird, am Offset-Haken oder Einzelhaken. Aber man kann ihn natürlich auch ganz klassisch am Jig-Kopf führen oder am Netrig. Ja, gerade jetzt wieder kleiner Beutefisch, bietet Chancen auf Barsch, Rapfen oder auch Zander. Und ja, wie gesagt, 4 Dekore zum Ausprobieren für jegliche Wassertrübung, für jegliche Bedingungen. Und die Fische kennen den definitiv noch nicht. Wie man sehen kann, ist hier auch so ein, ja, nochmal eine extreme Verdünnung zu diesem Paddelschwanz geformt. Das heißt, bei minimalstem Zug spielt dieser Köder sehr, sehr ausfallend, sehr verführerisch und sollte gerade die Barsche jetzt aktuell verrückt machen. So, und was darf im Frühsommer absolut nicht fehlen? Ganz klar ein Chatterbait, dieses Mal von der Firma Strike Pro, der Pick Hula Chatter. Das ist ein Köder, der explizit zum Hechtangeln geeignet ist durch seine 4-0er Hakengröße. Da passen auch größere Trailer drauf und der macht eben so viel Rabatt, dass gerade Hechte sich angesprochen fühlen. Den packen wir jetzt auch direkt mal aus. So, hierbei handelt es sich um das Dekor mit dem Farbnamen Batman, was auch irgendwo naheliegend ist. Und wir haben allerdings auch verschiedene fängige Farben in den Drops untergebracht. Das heißt, bei euch könnte eine andere fängige Farbe zum Vorschein kommen. Auf jeden Fall haben wir einen, wie erwähnt, relativ großen Haken. Ist natürlich nicht zu groß, dass da auch Barsche drauf gehen, aber eben stark genug, um auch große Hechte zu halten. Mit einem kleinen Baitholder aus Draht, der eben für den zuverlässigen Sitz des Trailers sorgt. Sollte man keinen Trailer zur Hand haben oder man möchte einen kleineren Köder anbieten, lässt sich dieser Köder auch ohne Trailer gut animieren. Und zwar durch diese ja, kleinen verbreiterten Silikon-Skirts, die natürlich auch nochmal einen extra Zusatzreiz bieten. Vorne finden wir hier in dem Fall ein lackiertes Blatt. Das macht den Köder etwas unauffälliger. Durchweg sehr stabil gehalten. Auch der Snap hat eine sehr hohe Traglast. Und das Ködergewicht, in dem Fall liegen wir bei 16 Gramm, lässt sich so in Gewässertiefen zwischen 1 und 3 Meter vernünftig führen. Ja, beispielsweise könnten wir hier das gute Stück mit dem Banger Rip kombinieren. So haben wir uns das gedacht und so hat man natürlich eine wunderbar fängige Kombination. Ja, dann geht's direkt weiter mit dem mit meinem Highlight aus dieser Box und zwar eine weitere Sonderfarbe vom Quiffy Perchet in 14 cm. Dieses Dekor hat es uns absolut angetan. Das
holen wir gleich mal raus. Quasi ein transparentes Dekor mit einem roten Bauchbereich, Barstreifen und ja, grünen, roten, silbernen Flakes, sehr feinen Flakes eingegossen. Gerade bei Lichtverhältnissen mit viel Sonnenschein ist das eine absolute Reizüberflutung unter Wasser. Haben wir tatsächlich schon probiert und auch die ersten Fische mitgefangen. Den Kyffi Perchette in 14 cm werden die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Wenn nicht, der Köder hat im Prinzip so ein paar Details, wie diese kleinen Brustflossen, die unter Wasser zusätzlich Mikrovibrationen aussenden. Wir haben vorne die Aussparung im Maulbereich, wo optimal ein Jigkopf reinpasst und ein recht hochfrequentes Laufverhalten, was zu vielen Bissen führt. Und auch hier, gerade in dem letzten Unboxing haben wir darüber gesprochen, viele, viele Zuschriften kamen und wollten, dass wir tatsächlich einige der Sonderfarben aus den vergangenen Drops ins reguläre Sortiment bringen. Vielleicht schaffen wir das auch bei diesem Modell, mich würde es freuen. Ich habe, wie gesagt, gute Erfolge direkt damit verzeichnet und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Leider, wie gesagt, 3 Stück erstmal nur in der Packung, aber vielleicht kommendes Jahr oder zum Ende des Jahres auch regulär da. Das müsst ihr uns sagen, ob ihr das möchtet. Den Kyffi Perchette, 14 cm, absolute Zander- und Hechtwaffe. Wir haben es jetzt aufs Hecht erstmal probiert und das hat sehr, sehr gut geklappt. Wir sind tatsächlich noch nicht fertig. Wir haben noch einen weiteren Hardbait in dieser Box und zwar von der Firma Lurefans, den V55 Big Eye Viper. Das ist ein Lipless Crankbait in 5,5 cm. Hier haben wir auch wieder verschiedene Dekore untergebracht. So sieht das Ganze aus. Der Köder ist 11,5 Gramm schwer und eignet sich zum absolut variablen Einsatz. Das heißt, man kann den Köder relativ nah unter der Oberfläche einkurbeln, zum Beispiel jetzt bei der Rapfenjagd oder eben auch im Strom, auf Forelle, Döbel, was auch immer. Aber eben auch gejiggt im Freiwasser, im Mittelwasser oder am Grund lässt sich dieser Köder einsetzen und ist dementsprechend in jeglicher Angelsituation einsatzbereit. Wir haben auch hier ein Silent-Modell, das heißt, es sind keine zusätzlichen Geräuschkugeln eingebaut. Durch die 11,5 Gramm und diese kompakte Körperform fliegt dieses Modell bis zum Horizont, lässt sich sehr präzise werfen und markant für Lurefans-Köder, man wird es kennen, sind diese dicken Augen, die auch bei diesem Modell namengebend sind, der Big Eye Viper. Wie immer sind wir mit unseren Boxen ready to fish, das heißt für jeden ungerickten Köder haben wir eine Montagemöglichkeit. In dem Fall haben wir wieder auf die bewährten Jigköpfe von der Firma Musaga zurückgegriffen und zwar die Musaga Magnum mit dem Baitholder aus Draht in 3 verschiedenen Größen. Die 4.0 Variante haben wir uns ausgedacht für den Banger Rip. Die 7.0 Variante für den Perchette in 14 cm und wir haben noch einen in der Größe 1, der den neuen Duo Reales Versachet optimal begleitet. So, dann haben wir neben ein paar Süßigkeiten auch wie immer eine Autogrammkarte, in dem Fall von Johannes Gasser, einem versierten Angler und Guide aus, aus Österreich. Auf der Rückseite finden wir seine doch sehr beeindruckenden Stats und hier unter diesem QR-Code exklusiv für euch Luredropper einen sehr, sehr hilfreichen Expertentipp. Viel Spaß da beim Angucken. So, und als allerletztes haben wir jetzt noch für alle Luredropper einen exklusiven Deal. Und zwar handelt es sich um einen 15% Gutschein auf alle Topwater-Köder im Geltungszeitraum, der hier mit angegeben ist. Alle Produkte findet ihr auch hier wieder über den QR-Code. So, jetzt sind wir durch mit der Box. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wahrscheinlich die meisten drauf hingefiebert haben. Und zwar geht es um das Ziehen des Gewinners. Diesen Monat haben wir ein wunderschönes Komplettpaket zum Streetfischen von der Firma Fox Rage, bestehend aus Rute, Rolle, Schnur, Kescher und einem stylischen Cappy. Ja, wer das gewonnen hat, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Und zwar anhand des Loses. So, dann gucken wir mal zur Seite und hoffen, dass wir nur ein Los in der Hand haben. Das sieht gut aus. Wir haben die Gewinnnummer 317
317 haben wir es scharf. Kleinen Moment. Solltest du der Gewinner sein mit der Nummer 317 auf deinem Flyer, sende uns bitte eine E-Mail mit einem Foto von deinem Flyer an info@lurdrop.de und ja, Lieferadresse mit angeben und wir senden dir den Monatsgewinn dann umgehend zu. Viel Spaß damit. So, sollte das jetzt nicht eure Nummer gewesen sein, eine Chance haben wir noch. Wir haben auch im letzten Monat, im letzten Unboxing, einen Lurdrop unter allen Kommentaren verlost, den Lurdrop 05. Und den haben wir jetzt auch schon gezogen. Und hier ist der glückliche Gewinner, Fabian7344. Auch du bitte melde dich unter info@lurdrop.de und wir lassen dir den Lurdrop 05 umgehend zukommen. Viel Spaß damit. Ja, und das machen wir natürlich auch diesen Monat wieder mit dem Lurdrop 06. Lasst uns einfach in den Kommentaren wissen, welcher ist euer Lieblingsköder aus diesem Lurdrop oder wen hängt ihr euch als erstes in den Snap. Ja, dann danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal.